2000 Jahre lang errichten die Maya in Mittelamerika Königreiche. Sie entwickeln eine blühende Zivilisation. Dann verschwinden sie auf mysteriöse Weise. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatte der Wald ihre Tempel, Paläste und Sternwarten überwuchert. Ihre Geschichte ging verloren, begraben unter einem Mantel aus Pflanzen. Die Maya waren eine der fünf großen Zivilisationen der Welt. Die Menschen, die das hier geschaffen haben, waren Meister ihrer Epoche. Ihre Städte waren das Paris, London, New York oder Los Angeles ihrer Zeit. Wer hätte damals je gedacht, dass wir 2000 Jahre später mitten im tropischen Dschungel sitzen und ihre verlassenen Ruinen betrachten würden? Die Ausgrabungen einer wenig erforschten Stätte in Guatemala versprechen neue Entdeckungen. Naxtun liegt zwischen den größten Städten des Maya-Reichs und war das fehlende Bindeglied in der Geschichte dieser Region. Von seinen Bewohnern vor über 1000 Jahren aufgegeben und von den ersten Archäologen vor 100 Jahren nicht weiter beachtet, ist Naxtun eine der letzten Städte des goldenen Zeitalters der Maya. Heute erlebt sie ihre Wiedergeburt. Naxtun liegt tief im tropischen Regenwald, im äußersten Norden Guatemalas, nahe der Grenze zu Mexiko. Die Stätte ist so schwer zugänglich, dass sich seit ihrer Entdeckung im Jahr 1922 keine seriöse Expedition auf den Weg gemacht hat, sie zu erforschen. So geriet die Stadt der Maya in Vergessenheit. Bis sich zwei französische Archäologen, Philippe Nondedeo und Dominique Michelet, in die Berichte ihres Entdeckers vertieften. Naxtun ist zwar ein Wort der Maya-Sprache, wurde aber von den ersten Besuchern der Städte erfunden. Sylvanus Morley war ein Experte, der einen Großteil seines Lebens mit der Suche nach Stelen zubrachte. Als er in den 1920er Jahren hier ankam, hatte er einen mühevollen Weg hinter sich. Und da es der entlegenste Ort war, den er je entdeckt hatte, gab er ihm den Namen Naxtun. Tun bedeutet Stein und Nax weit. Also weit entfernte Steine. Das ist eine Deutung, denn so hieß die Stätte natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, als sie bewohnt war. Sylvanus Morley ist nicht der Erste, der im 20. Jahrhundert in den guatemaltekischen Wald eindringt. Damals werden Arbeiter in den Wald geschickt, die sogenannten Chicleros, die nach dem Chicle suchen sollen, dem gummiartigen pflanzlichen Rohstoff, aus dem die ersten Kaugummis hergestellt werden. Diese Arbeiter, in der Regel selbst Mayas, durchstreifen den Wald, stoßen dabei auf große Siedlungen, Inschriften und Stelen und berichten ihren Arbeitgebern davon. Nordamerikanische Firmen, die wiederum Archäologen verständigen. Und so besichtigt Sylvanus Morley zum ersten Mal Naxtun. Heute ist Naxtun ein Camp mit 80 Menschen.
Ein Team, das für die Verwaltung zuständig ist, Archäologen und Arbeiter verbringen hier seit 5 Jahren zusammen den Winter. Jeder Morgen beginnt mit dem ewig gleichen Ritual. Ab 4 Uhr morgens sind die Köche bei der Arbeit. Bei 5 Tortillas pro Mahlzeit und Person müssen sie täglich 1200 Stück backen. An diesem ersten Ausgrabungstag befällt die Archäologen leichter Schwindel. Wird es ihnen gelingen, die Stadt zu begreifen, ihr Schicksal mit dem ihrer Nachbarstädte in Verbindung zu bringen und eine Vorstellung vom Leben ihrer Bewohner zu bekommen? Macario, José Pop, Raimundo. Sie haben in diesem Jahr nur 60 Tage Zeit, um die Geschichte dieser Maya-Stadt zu erzählen. Von ihren Anfängen bis zu ihrem Untergang. Sechs Uhr morgens. Die Teammitglieder zerstreuen sich im Wald und ziehen in Richtung der verschiedenen Ausgrabungsorte los, die sich auf über 200 Hektar verteilen. Jede Erhebung hier ist ein verschüttetes Bauwerk. Jedes Relief birgt die Möglichkeit einer überraschenden Entdeckung. Die Vegetation hat die Städte überwuchert und durch die Erosion drohen die interessantesten Bauwerke zu verschwinden. Philippe Nondideau, Leiter des Forschungsprojekts, und Dominique Michelet, Ausgrabungsleiter an 13 Maya-Städten, betrachten Nashtun als wissenschaftliche Herausforderung. Als wir an dieser Stätte angekommen sind, haben wir sehr schnell etwa 600 Strukturen ausmachen können, die Wohngebiete darstellten, in denen die meisten Siedlungsbewohner lebten. Mit einer ganzen Reihe an Tempeln, Pyramiden, Hauptplätzen und Palästen. Sie erzählen uns etwas über die politischen und dynastischen Entwicklungen in Nashtun. Jedes Jahr entdecken wir weitere Bauten. Bis jetzt haben wir etwa 70 Stelen und Altäre in der Siedlung erfasst. Was uns hauptsächlich Schwierigkeiten bereitet, ist natürlich der Wald. Es dauert sehr lange, bis wir einen Überblick darüber haben, was uns erwartet. Wenn die Architektur noch steht und es gibt eine Reihe von Gebäuden in Nashtun, deren Fassade noch steht, ist das kein Problem. Aber wenn die Bauten eingestürzt sind, wird daraus ein kleiner oder größerer Hügel, je nachdem. Und leicht wird eine natürliche Erhebung mit den Überresten eines großen Tempels verwechselt. Immerhin sind es Hunderte von Bauten, und sie alle zu erfassen, wird noch Jahre dauern. Welche Geschichte hat Nashtun? Wie konnte sich diese Stadt entwickeln und welche Bedeutung kam ihr unter den Maya-Zentren im Tiefland zu? Im Westen der Städte, in ihrem ältesten Teil, nehmen die Forscher als erstes einen seltsamen Hügel in Augenschein, auf dessen Gipfel 3 kleine Tempel stehen. Diese 3 Tempel bilden das, was eine triadische Gruppe genannt wird. Sie befinden sich im Zentrum der Maya-Städte und ihre Funktion ist noch unbekannt. Eine der ersten Interpretationen ging davon aus, dass die Tempel die 3 Herdsteine repräsentieren, auf denen Nahrungsmittel zubereitet werden. Die Menschen stellten sich eine Kosmogonie vor, deren Zentrum eine Feuerstelle bildet. Die erste Herdstelle zum Zeitpunkt der Schöpfung. Und die 3 Tempel symbolisieren diese 3 Steine. Das war eine erste Interpretation. Dann wurde angenommen, dass diese Tempel in Zusammenhang mit einem Maiskult stehen könnten, mit den Elementen, die wesentlich für ihn sind. Auf der einen Seite der Regen, auf der anderen die Sonne. Das wäre vorstellbar. Und schließlich wissen wir auch, dass es ein System mit einer politischen Dimension war. Wahrscheinlich wurden an diesem Ort politische Ereignisse und vielleicht auch die Intronisation der Könige gefeiert. Wie sah die triadische Gruppe aus? Welcher Punkt ist das? 3.0.123.
Seit 5 Jahren kommt zu der Arbeit der Archäologen die eines Vermessungsingenieurs hinzu. Eine Zeichnung der triadischen Gruppe. Mithilfe der topografischen Daten erstellen sie einen ersten Plan der Stadt. Dann vergleichen sie die Bauten mit denen der Nachbarstädte. Die 3D-Modellierung ermöglicht es, die Stadt in jeder Phase ihrer Entwicklung zu rekonstruieren. Im Moment begnügen wir uns mit dem, was an der Oberfläche zu sehen ist, also mit dem Endzustand. In der Zeit, als die 3 Tempel Ende des 3. Jahrhunderts errichtet werden, beginnt Nashtun zu expandieren. Die ersten Paläste werden gebaut, die erste Pyramide aus dem Boden gestampft. Aber wie kann sich die Stadt so schnell entwickeln? Wie kann aus einer kleinen Siedlung mit wenigen 100 Einwohnern eine bedeutende Metropole werden, in der tausende Menschen leben? Für Dominique Michelet könnte die Antwort auf diese Fragen eine benachbarte Maya-Stadt liefern. Der Archäologe trifft sich mit Richard Hansen, einem nordamerikanischen Kollegen von der Universität Idaho, der eine ältere Stätte untersucht, die nur 20 Kilometer von Nashtun entfernt liegt, El Mirador. El Mirador ist eine der ersten großen Städte der Maya. Sie entstand lange vor Nashtun, um 600 vor Christus. In ihrer Blütezeit kam sie auf mehrere 10.000 Einwohner. Aus dieser Höhe sind die Stätten leicht erkennbar, weil die Pyramiden herausragen. Und diese ist natürlich die größte. Im 2. Jahrhundert nach Christus, zum Zeitpunkt der Entstehung von Nashtun, scheint El Mirador in Schwierigkeiten zu sein. Hängen beide Ereignisse zusammen? Von hier aus sehen wir auf die Stadt, die in ihrer Blütezeit die Hauptstadt der Welt war. Dort sind die Wohngebiete, die durch eine Straße direkt mit der restlichen Stadt verbunden sind. Dort, wo der Schatten ist, ist die große Pyramide de la Muerta zu sehen. Dem Volumen nach ist sie eine der größten Pyramiden der Welt. Und ohne Pferd, ohne Karren, ohne Wagen, ohne Ochsen, ohne Esel, allein mit dem Schweiß und Blut von Menschen errichtet. Sie ragt 30 bis 40 Meter aus dem Wald auf. Jetzt, wo du es rekonstruiert hast und das Gesamtvolumen kennst, kannst du da ausgehend von Abrahams Angaben zum Beispiel die Arbeitszeit errechnen? Ja, wir haben es ausgerechnet. Es entspricht 15 Millionen Arbeitstagen. 15 Millionen. Enorm. Anscheinend wurde die Pyramide zu Lebzeiten eines Herrschers errichtet, in nur 30 Jahren. Vor kurzem ist Richard Hansen auf ein Gebäude gestoßen, dessen Stufen mit prächtigen Stuckreliefs verziert sind. Ein weiterer Fund, neben der Entdeckung eines Dutzend anderer Bauten. Inzwischen haben wir auf 38 Quadratkilometern monumentale Bauten freigelegt. Aber sie besaßen nicht nur große Bauwerke, Paläste, Plätze und Straßen, sondern auch ein ausgeklügeltes Gartensystem. Das waren grüne Städte. Jeder verfügbare Quadratmeter der Stadt wurde genutzt. Hier bauten sie Kürbisse, Bohnen, Mais und Baumwolle an. Das gab ihnen die wirtschaftliche Macht, diese großartige Stadt zu errichten. Aber das ist nicht alles. Durch die Straßen, die sie errichteten, konnten sie alle Städte untereinander verbinden. Und auf diese Weise die erste staatlich organisierte Gesellschaft der westlichen Hemisphäre schaffen. In ihrer Blütezeit übertrifft El Mirador die Nachbarstädte an Bedeutung. Die Entdeckung eines Verteidigungssystems zeigt, dass die imposanteste Maya-Stadt ihrer Zeit Neid und Begehrlichkeiten weckte.
Willkommen im Kontrollzentrum von El Mirador. Von La Danta aus kommt? Von der Straße aus ist hier eine Mauer. Ja, anscheinend gab es innen noch größere Mauern. Ursprünglich waren sie 20 Meter hoch. Wow. Diese Mauer war an der Ostseite. Ja, über 4 Kilometer. Und dann machte sie einen Bogen nach Süden und nach Norden. Ja. Hier saßen Soldaten und zählten die Leute. Sie wussten, wer die Stadt betrat, wer sich dort aufhielt und wer sich mit wem treffen wollte. Die Leute gingen hier hoch und auf der anderen Seite die Stufen wieder runter. Das ist ein interessanter Hinweis, denn gegen Ende lauerten in El Mirador vermutlich auch politische Schwierigkeiten. Es gab Drohungen in der Region rund um diese Städte, die zu der Zeit wahrscheinlich immer noch die größte war. Diese Mauer wurde also gebaut und mit einigen Eingängen versehen, die streng überwacht und mit der Zeit immer schmaler wurden, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass die Bedrohung zunahm. Und eines Tages war es zu Ende. Zwischen 150 und 200 nach Christus wird die Stadt aufgegeben. Bis heute hat das Team um Richard Hansen keine Spuren einer Schlacht oder von Kämpfen aus dieser Zeit gefunden. Die Bewohner von El Mirador sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Die Bevölkerung zerstreut sich. Wohin geht sie? Wahrscheinlich in die Umgebung. Und Nashtun liegt nur 20 Kilometer von hier entfernt. Es ist also gut vorstellbar, dass sich um das Jahr 150 Menschen aus El Mirador hier niederlassen. Zehnter Ausgrabungstag. Unter den neugierigen Blicken der Waldbewohner machen sich die Archäologen ans Werk. Die ersten Mauern treten zutage. Die ersten Aufrisse nehmen Gestalt an. Und bald schon wird eine Grabstätte entdeckt. Für Hemamute Gudiabi die Gelegenheit, einen Bewohner von Nashtun kennenzulernen und die Bestattungsriten dieses Volkes zu verstehen. Wie die Maya ihre Verstorbenen beigesetzt haben, ist ein großes Rätsel. Denn nur sehr wenige Tote sind hier zu finden, verglichen mit der Größe dieser Stadt. Diese Siedlungen waren über 300 Jahre lang bewohnt, doch wir haben nur 6 Tote gefunden. Das heißt, falls sie nicht eine außergewöhnliche Lebenserwartung besaßen, hatten sie zwangsläufig eine andere Art der Bestattung, die wir nicht kennen. Eine der gut bekannten Praktiken, denn es ist die einzige, die wir gefunden haben, bestand darin, die Toten in ihren Häusern zu begraben. Dazu gruben sie ein Loch in den Boden, der aus Stuck, also einer Art Gips, bestand, und legten den Toten in einer bestimmten Ausrichtung hinein. Manchmal auch mit einigen Gegenständen. Das hing natürlich vom Status der Person ab. Bedeutende Persönlichkeiten wurden in Grabtempeln bestattet, während das einfache Volk im Haus beerdigt wurde. Noch kurz mit dem Pinsel drüber. Es ist eine einfarbige Schale, die schon viele Sprünge hat. Das Interessante ist, dass sie nicht durchbohrt oder zerbrochen ist. Bei einer Grabstätte wäre eher zu erwarten, dass sie ein Loch hat. Es fällt mir schwer zu beschreiben, was das für ein Gefühl ist, so etwas zutage zu fördern. Ich glaube nicht, dass sich das überhaupt beschreiben lässt. Da kommen verschiedene Empfindungen zusammen. Stress, bevor ich es heraushole, Erleichterung, wenn es nicht zerbrochen ist, Genugtuung, es ganz zu sehen und einfach Freude, es in Händen zu halten.
Das ist einfach und kompliziert zugleich. Ich bestreite nicht, dass es einen Adrenalinschub gibt, so etwas ans Licht zu bringen. Oft werden Schalen oder Teller gefunden, die mit der Vorderseite auf dem Kopf des Verstorbenen liegen und meistens in der Mitte ein Loch aufweisen. Diese Praxis hat den Archäologen lange Zeit Rätsel aufgegeben. Es hat zwei Bedeutungen. Erstens ist das Durchlöchern der Schale eine rituelle Tötung, weil sie so keinen Nutzen mehr hat. Zweitens ermöglicht das gewissen Theorien zufolge, der Seele des Verstorbenen ins Paradies aufzusteigen. In der Welt der Maya ist nicht jedes Ding lebendig, aber jedes Ding hat eine Seele. Alles ist auf symbolische, magische Weise beseelt. Und wenn ein Gegenstand nicht mehr in Gebrauch ist, muss ihm die Seele genommen werden. Und zwar indem der Teller durchlöchert wird, damit er gemäß seiner neuen Bestimmung den Verstorbenen im jenseitigen Leben begleiten kann. Wie kommen die Forscher dem Alltag eines Volkes näher? Seiner Lebensweise. Für gewöhnlich beschränken sich Archäologen bei ihrer Forschung auf die monumentalen Bauten der Maya-Städte. Sie richten ihren Blick auf die Paläste und Pyramiden. Einer der originellen Aspekte dieser Ausgrabung ist, dass Philippe Nondideau mit Geographen, Botanikern und Archäozoologen zusammenarbeitet, die den Wald oder die Entwicklung des Klimas untersuchen. Auch eine Ethnologin hat sich dem Forscherteam angeschlossen. Valentina Wabnarski hat sich vor 20 Jahren in einem kleinen Dorf von Bauern niedergelassen. Das war der Beginn einer Feldforschung, die ihr ermöglichte, eine Vorstellung vom Alltag der Maya, ihrem Wissen und ihrem Glauben zu bekommen. Durch ihre Arbeit trägt sie dazu bei, frühere Lebensweisen zu verstehen. Das Dorf Xcopchen, auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan gelegen, ist der ideale Ort, um auf eine Zivilisation zu stoßen, die als untergegangen gilt, trotzdem aber noch sehr lebendig ist. Hier hat Valentina gelernt, das yucatekische Maya zu sprechen. Es ist ein kleines Dorf mit etwa 30 Häusern. Von den Alten bis hin zu den kleinen Kindern sprechen die Menschen hier im Alltag Maya. Die Frauen bereiten das Essen zu, deren Hauptbestandteil Mais ist. Sie backen verschiedene Arten von Tortillas und bereiten auch viele unterschiedliche Getränke zu. Sie sitzen neben der Feuerstelle, die aus drei Steinen besteht und in der Maya-Kultur sehr wichtig ist. Es gibt das Volk der Maya also heute noch. Es ist nicht völlig isoliert, sondern hat Kontakt zur Außenwelt. Es ist kein untergegangenes Volk, auch keine statische Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft, die ihre eigenen kulturellen Merkmale hat, mit sprachlichen und regionalen Unterschieden. Delio ist Bauer und pflanzt die gleichen Sorten mit den gleichen Techniken an, wie seine Vorfahren lange Zeit vor ihm. In seinen Augen ist der Mais sehr viel mehr als nur ein Nahrungsmittel. Vielmehr ist er wesentlicher Bestandteil des uralten Maya-Glaubens, zu dessen Erhaltung er beiträgt. Bei den Maya ist Brandrodung eine gängige Praxis. Dabei wird in der Trockenzeit eine Waldfläche gerodet. Anschließend werden die Baumreste in Brand gesteckt. Der durch die Asche angereicherte Boden begünstigt das Pflanzenwachstum. Auf diese Weise werden Mais, Bohnen und Kürbisse angebaut. Die Grundbestandteile der Ernährung der Maya. Mit Hilfe eines Stocks zum Stechen von Pflanzlöchern, dessen Ende früher durch Feuer gehärtet wurde,
bringt Delio in jedes Loch 4 oder 5 Maiskörner und einige Kürbis- und Bohnensamen ein. Wenn der Mais diese Höhe erreicht, gehen wir mit der Machete drunter und entfernen das Unkraut. Wenn der Mais dann so hoch steht und zu wachsen aufgehört hat, werden die Halme nach unten gebogen. Zu dem Zeitpunkt haben die Kürbisse und Bohnen diese Höhe erreicht. Und die Stängel der Kürbisse sind so lang. Sie stehen kurz vor der Blüte. Während der Mais nach oben wächst, breiten sich die Kürbisse in seinem Schatten am Boden aus. Und die Bohnen ranken auf der Suche nach Licht an den Maishalmen empor. Ein schönes Beispiel von Permakultur. Um diesen Boden nutzbar zu machen, ist ein ungeheures Wissen vonnöten. Es ist durchaus denkbar, dass sich diese Handgriffe und das ganze Wissen um die Zyklen des Mais im Laufe der Zeit herausgebildet haben und nach zusammengetragen wurden. Ein Erfahrungswissen, das sich über die Jahrhunderte durch die Nutzbarmachung des Bodens entwickelt hat. Nashtun, 20. Ausgrabungstag. Weiterhin bleibt die Stadt unsichtbar. Wie lässt sich unter diesen Bedingungen die zeitliche Abfolge der Ereignisse rekonstruieren, die sich an diesem Ort abspielten? Die Stelen im Wald sind mit Inschriften versehen, die sich auf bestimmte Ereignisse in der Geschichte der Stadt beziehen. Doch sie sind für Normalsterbliche nicht zu entziffern. Philippe Nondideau hat sich entschieden, bei seiner Forschung einen bekannten Epigraphiker hinzuzuziehen, Alfonso Lacadena. Er arbeitet an den bedeutendsten Maya-Städten in Mexiko und Guatemala. Hier in Nashtun sieht er sich einer besonderen Schwierigkeit gegenüber. Die Stelen sind stark beschädigt, der Kalkstein ist äußerst brüchig und durch den Regen ist der Stein im Laufe der Zeit erodiert. Die Maya-Schrift ist eine hieroglyphische oder logosyllabische Schrift. Sie funktioniert genauso wie die ägyptische oder sumerische Schrift und besteht aus einigen Grundzeichen. Manche Zeichen entsprechen Wörtern, sie werden Logogramme genannt. Andere Zeichen entsprechen Phonemen der Sprache, das sind die Phonogramme. Mit Hilfe dieser Zeichen, dieser Hilfsmittel, konnten die Maya alle möglichen Arten von Texten verfassen und dadurch, das interessiert uns am meisten, ein Verzeichnis ihrer Sprachen erstellen. Sie sind die Vorläufer der heutigen modernen Sprachen. Die Glyphen auf den Stelen sind in Blöcken von 2 Reihen dargestellt, die von links nach rechts und von oben nach unten gelesen werden. In jedem Block versucht Alfonso, das Hauptzeichen, das auf ein Wort verweist, von den sekundären Zeichen zu unterscheiden. Diese zusätzlichen Elemente hängen an einem Hauptzeichen und beschreiben es näher. Auf diese Weise wurde der Name von Nashtun in der Sprache der Maya entdeckt. Kusutsayo, das Reich der Fledermäuse. Im Camp wird einer anderen Aktivität nachgegangen. In jedem der Bauwerke wurden tausende Scherben von Keramiken gesammelt. Auf den ersten Blick unbedeutend, sind sie jedoch eine wahre Fundgrube an Informationen. Durch den Vergleich mit bereits bekannten Keramiken lassen ihre Form und ihre Bemalung auf ihr Entstehungsdatum schließen. Aber das ist nicht alles. Alejandro Patiño, dem Keramikspezialisten des Projekts, ist aufgefallen, dass einige von der Form her an die Keramiken einer weit entfernten Stadt erinnern. Teotihuacan,
Wir wissen, dass Teotihuacan eine Reihe von Verbündeten hatte, die mit dieser Stadt Allianzen eingingen. Das lässt sich auch ein bisschen an den Keramiken ablesen. Wir haben hier dreibeinige Gefäße, deren Merkmal ein rechteckiger, durchbrochener Sockel ist. Sie haben in der Regel diese Form und sind so groß. Aber noch wichtiger ist, dass diese Form im Einflussgebiet von Teotihuacan auftaucht. Die Menschen wussten ganz genau, was sie taten. Alle verwendeten die gleichen Charakteristika, hier in Nashtun, aber auch in Tikal. Es gab also Handelsbeziehungen, was ein wichtiger Punkt ist. Hatte Nashtun, die kleine Maya-Stadt im tropischen Regenwald, in ihren Anfängen mit Teotihuacan Kontakt? Stand sie unter dem Einfluss dieser Metropole? Diese Frage beschäftigt die Archäologen. Doch Teotihuacan liegt weit entfernt vom Reich der Maya. Über 1000 Kilometer von Nashtun entfernt, wenige Kilometer vor Mexiko-Stadt. Um 400 nach Christus erlebte Teotihuacan seine Blütezeit. Die Stadt erstreckte sich auf etwa 20 Quadratkilometer und hatte 100.000 Einwohner. Ganz offensichtlich war sie, und das ist unbestritten, zu der Zeit die größte Stadt Mexikos und ganz Mesoamerikas. Sehr bald haben sich hier auch Bevölkerungsgruppen angesiedelt, die aus anderen Regionen Mesoamerikas stammten. Die Stadt war also multiethnisch und kosmopolitisch. Einige Herrscher der Maya machen Andeutungen über einen Ort, der ihnen ihre Macht verleiht. Dieser symbolträchtige Ort muss einfach Teotihuacan sein, denn es war die politische und spirituelle Größe, auf die sich alle Völker bezogen. Zumindest im 5. Jahrhundert. In dieser Zeit treffen in den Vierteln der Metropole mehrere ethnische Gruppen aufeinander. Die Maya, aber auch die Einwohner des Golfes von Mexiko, die Tarasken oder Zapoteken. Dieser Umstand war mit einer regen Wirtschaftstätigkeit verbunden. Der wirtschaftliche Aspekt spielt natürlich eine große Rolle. Aber Teotihuacan war auch ein spirituelles Zentrum. Mit seinen drei großen Pyramidenanlagen wurde es in der Geschichte Mesoamerikas bestimmt sehr bald zu einem Pilgerort. Nicht nur wichtige Persönlichkeiten sind hierher gepilgert, sondern auch gewöhnliche Menschen. Für einige Bevölkerungsgruppen war eine Reise nach Teotihuacan fast so etwas wie eine Pilgerfahrt nach Mekka. Teotihuacan ist bekannt als der Ort, an dem die Götter geboren werden. Eine mexikanische Legende besagt, dass hier die Götter zusammenkamen, um Sonne und Mond zu erschaffen. Vielleicht wurden ihnen die zwei großen Pyramiden deshalb zum Dank errichtet. Hier wurden Zeremonien abgehalten, die in der gesamten mesoamerikanischen Welt bekannt sind. Nehmen an den Zeremonien in Teotihuacan auch Fürsten der Maya teil? Bis vor kurzem war das nur eine Hypothese. Aber die Entdeckung eines Jadeschatzes in einem Grab durch den japanischen Forscher Saburo Sugiyama erbrachte den Beweis, auf den die Archäologen gewartet haben. Es waren drei Personen. Die Person in der Mitte ist die älteste. Etwa um die 45 Jahre. 45? Ja. Und sie trug diese Kette. So. Unglaublich. Wie viel wiegt sie? Sie ist bestimmt schwer. Ja. Und hier? Das sind Ohrringe.
Genau. Willst du sie anziehen? Nein. Und dich hinterher opfern? Genau in der Mitte haben wir das hier gefunden. Wir wissen nicht genau, wen es darstellt, aber es ist sicher eine wichtige Persönlichkeit. Sie sitzt im Lotussitz. Aufgrund der Art der Opfergaben gehen wir davon aus, dass es Maya waren. Das zeigt uns, dass auf höchster Ebene enge Kontakte bestanden zwischen Teotihuacan und bedeutenden Maya-Familien. Die Menschen werden mit ihren Reichtümern bestattet, und zwar zu dem Zeitpunkt, als sich die Mondpyramide im Umbau befindet. Mit anderen Worten, die Maya haben zur Größe Teotihuacans beigetragen. Das zeigen uns die Funde hier. Über Hunderte, sogar Tausende Kilometer hinweg ist der Einfluss Teotihuacans in der Handwerkskunst und im Baustil noch sichtbar. Bis hinein in die entlegensten Maya-Städte. Tikal, 60 Kilometer von Naschtun entfernt, ist zu diesem Zeitpunkt das regionale Zentrum der Maya-Kulturen des Tieflands. Die stufenförmige Architektur ihrer ersten Tempel erinnert an die Form der Pyramiden der fernen Großstadt. Wir sind hier 1000 Kilometer von Teotihuacan entfernt. Schon sehr früh werden hier Nachbauten von dem gefunden, was es in der großen mythischen Stadt gab. Diese Replik Teotihuacans zeigt, dass die Menschen in Tikal die Vorherrschaft Teotihuacans anerkennen. Ebenso die Tatsache, dass sie in der gesamten mesoamerikanischen Welt eine entscheidende Rolle spielt. Doch aus der Sicht Teotihuacans erscheint Tikal als potenzielle Feindin. Ihr Einfluss auf die Städte der Maya, die zu der Zeit im tropischen Regenwald entstehen, stört. Ebenso ihr wirtschaftlicher Erfolg. Aus Sicht Teotihuacans muss Tikal unterworfen werden. Wie gelingt es Teotihuacan, Tikal zu erobern? Spielt Naschtun dabei eine Rolle? Während es im Camp Abend wird, begibt sich Alfonso La Cadena, der Epigraphiker der Ausgrabungen, in den Wald, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Bis dato bezweifelten die Archäologen, dass eine Armee aus Kriegern von Teotihuacan aus zu Fuß über 1000 Kilometer zurücklegen konnte, um Tikal zu unterwerfen. Eindeutige Hinweise eines tatsächlichen Konflikts fehlen bislang. Eine Stele mit Inschriften in Naschtun soll die Strategie enthüllen, die Siachkak, ein Abgesandter aus Teotihuacan, entwickelt hatte. Folgendes steht hier geschrieben. Bolon, Ok, Minangwaye, Buchol, Uyahaute, Siyahkak. Es una maravilla. Ein Wunder, dass wir das heute verstehen können. Der Text beschreibt ihn als Siyahkaks Kriegsführer. Das ist sehr wichtig. Denn das bestätigt, dass das Eindringen von Teotihuacanos in die Petén-Region, in der die Maya lebten, keine vereinzelte Aktion war, sondern dass sie Unterstützung von anderen Gruppen der Maya erhielten. Und der König von Naschtun hat sich aktiv an diesem militärischen Einmarsch beteiligt. Naschtun, die Verbündete von Teotihuacan gegen Tikal. Dank der militärischen Unterstützung und der Möglichkeiten des Nachschubs, die Naschtun bot,
konnte die Armee unter Siachkak den Kampf gegen Tikal aufnehmen. Aus Scham gebe ich manchmal nicht zu, was ich gemacht habe, als ich die Stele gefunden habe. Ich war emotional sehr aufgewühlt. Es ist selten, dass jemand im Lauf seiner beruflichen Karriere auf solch einen wichtigen Text stößt. Am 16. Januar 378 steht der Abgesandte aus Teotihuacan mit den Truppen von Nashtun vor den Toren Tikals. Der König der Stadt wird gefangen genommen, vermutlich geopfert und durch den Sohn des Herrschers von Teotihuacan ersetzt. Tikal steigt nun zum mächtigsten Zentrum des Tieflands auf. 2395. Wurde Nashtun als Verbündete der ersten Stunde von Teotihuacan für ihre militärische Unterstützung belohnt? Was ist das für eine Mauer? Die vordere? In dem unüberschaubaren Gewirr aus Steinen, eingestürzten Mauern und eingesunkenen Tempeln versuchen die Archäologen, den Wandel der Stadt, ausgehend von diesem Ereignis, zu rekonstruieren. Wir stehen hier auf der Pyramide. Sie müssen sich vorstellen, dass es auf dieser Seite normalerweise eine gewaltige Treppe gibt. Hinter uns ist ein zentraler Platz mit einem gewaltigen Unterbau, der auf beiden Seiten von Bauten gesäumt ist. Der erste Schritt ist, sich klarzumachen, was die Steine darstellen, wie sie angeordnet sind, wie die Gebäude aussahen und so weiter. Das ist kompliziert. Wir müssen uns fragen, was stellt diese Anordnung dar? Ist es ein Raum oder sind es zwei Räume? Ist die Ausrichtung Nord-Süd oder Ost-West? Wie verhält er sich zum Raum nebenan? Es ist eine Art Rätsel. Klar, das ist eine Pyramide. Ein großer Unterbau mit einem zentralen Platz. Die topografischen Daten lassen, zunächst noch vage, die Formen einer Reihe von Tempeln erkennen, die nebeneinander errichtet wurden. Philipp hält sie für die Totenstadt der Siedlung. Dem Bau nach ähnlich der Nekropole von Tikal birgt sie die Gräber der ersten großen Könige von Nashtun. Was uns sehr bewegt hat, als wir 2010 die Kammer das erste Mal betreten haben, waren die Abdrücke von Händen auf den Wänden des Gewölbes. Denn sie sind von Hand mit Schlamm verputzt worden. Ganz deutlich sind die Spuren der Finger zu sehen, die den Schlamm glatt gestrichen haben. Wir haben hier also eine direkte Verbindung zu den Handwerkern des Königs, die diese Kammer gebaut haben. Die Wände sind mit einer roten Stuckschicht verputzt, die von Hämatiten stammt. Die Tatsache, dass ein sehr wertvolles Mineral verwendet wurde, das schwer zu bekommen war, zeigt, welchen Status der König hatte und dass er in der Lage war, begehrte Rohstoffe und Prestigegüter in seinen Besitz zu bringen. Jahrhunderte später locken diese Reichtümer Plünderer an. Über 300 illegal gegrabene Tunnel werden auf der Stätte von Nashtun entdeckt. Am stärksten ist die Akropolis davon betroffen. Die Informationen, die den Plünderungen zum Opfer gefallen sind, werden wir nie wiederfinden. Wenn der Name des Königs beispielsweise auf eines der Gefäße gemalt oder darin eingemeißelt oder eingeritzt war, dann ist das eine Information, die wir nie wiederfinden werden. Wir haben zwar eine schöne Grabkammer von einer wichtigen Persönlichkeit,
Aber wir können sie nicht mit Hilfe der Epigraphik mit einer bestimmten Dynastie in Verbindung bringen. Das ist unglaublich frustrierend. Die viel zu seltenen Gegenstände, die in Nashtun noch zu finden sind, zeugen vom Reichtum und von der künstlerischen Tradition der damaligen Maya-Kultur. Tikal und Nashtun tauschten damals Keramiken, aber auch Obsidian, Jade, Muscheln und Wertgegenstände. Auf dieses Bündnis und diesen Wohlstand deuten die topografischen Daten der Archäologen hin. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts überragt die gewaltige Akropolis den westlichen Teil der Städte. Weiter im Osten verwandeln ein neu angelegter Platz, eine Palastanlage und eine imposante Pyramide die kleine Stadt in eine regionale Metropole, die den Vergleich mit Tikal nicht mehr scheut. Tausende Menschen leben in der Stadt. Vorwiegend Handwerker und Bauern, die kleine Felder bestellen und die Ressourcen des Waldes nutzen. Dreißigster Tag der Ausgrabungen. Lydie Dussol ist Umweltarchäologin. Sie erforscht, welche Art der Beziehung die Maya zu ihrer natürlichen Umgebung hatten. In langwieriger, eintöniger Kleinarbeit sucht sie nach Informationen über deren Lebensweise. Sie sieht das Füllmaterial aller Bauten von Nashtun, das bei den Ausgrabungen gesammelt wurde. Bei einer Siebgröße von einem Millimeter bleiben viele Kohlereste hängen. Außerdem verkohlte Samen und ziemlich viele Muscheln, die der Bestimmung der klimatischen Verhältnisse dienen. Es freut mich immer, wenn ich Samen finde, denn davon gibt es hier nicht so viele. Außerdem weiß ich gleich, was es ist. Oft ist zu sehen, dass es Mais oder Bohnen sind. Dabei kommen wir den Menschen sehr nahe. Es wurde immer angenommen, dass sich eine große Zivilisation nicht unter tropischen Bedingungen entwickeln kann. Von daher ist es interessant zu verstehen, wie sie den Wald nutzten und ob es sogar zu einer Ausbeutung kam, die sie gezwungen hat, den Ort aufzugeben. Da ist ein Samen, ausnahmsweise. Neben Muschelresten und Samen findet Lydie in ihrem Sieb auch Holzkohlereste. Dieser Fund gibt Aufschluss über einen weiteren Aspekt des Alltagslebens der Maya. Oft finden wir Gräber vor, in denen die Toten mit Schichten aus Asche und Kohle bedeckt sind. Offensichtlich ist das Teil eines Bestattungsritus, der uns unbekannt ist. Wir werden die Kohlestücke also untersuchen, um herauszufinden, ob manche Hölzer speziell für Bestattungsriten oder wegen ihres symbolischen Werts verwendet wurden. Wir haben auch Samenkörner gefunden. Vielleicht waren sie eine Opfergabe. Wie eine Vorstellung von den spirituellen Praktiken bekommen. Wie sich ein Bild davon machen, welche Bedeutung den Handreichungen zukam, die mit einer bestimmten Opfergabe oder dem Verteilen der Asche oder Kohle in einem Grab verbunden waren. Neben ihrer Arbeit im Labor forscht Lydie gemeinsam mit Valentina Wapnarski an heutigen Bevölkerungsgruppen. Damit begibt sich die junge Archäobotanikerin auf eine unerwartete Reise. Lydie trifft Valentina in Flores, einem kleinen Touristenort im Tiefland. Auf der anderen Seite des Sees befindet sich das Schutzgebiet Bioiza. Dort hoffen die beiden Frauen, in dem Wissen und den Ritualen von heute
den Schlüssel zum Verständnis jener aus der Vergangenheit zu finden. Reginaldo Chayax Uex ist der Leiter des Schutzgebietes Bioiza. Sein Sohn Aderito ist im Laufe der Jahre zu seiner rechten Hand geworden. Ihr Verein am Ufer des Peten-Iza-Sees verfolgt das Ziel, die ökologische Kultur der Maya zu erhalten und besonders das 3600 Hektar große Waldgebiet zu schützen und zu verwalten. Unser Volk hat immer mit der Natur gelebt. Das ist es, was wir lieben und bewahren wollen, damit das Erbe unserer Vorfahren nicht verloren geht. In den Wäldern der Peten-Region leben tausende Tier- und Pflanzenarten, die in den Augen der Maya die Naturkräfte verkörpern. Die Sapotengewächse sind die vorherrschende Baumfamilie. Ihre bekanntesten Vertreter, die harzführenden Bäume, liefern das für die Rituale unerlässliche Holz. Wir nennen ihn Palo Sagrado oder Palo Santo. Bei den Itza heißt es Naba. Darf ich das Harz anfassen? Natürlich. Toll. Dieses Holz verwenden wir bei vielen Ritualen und Zeremonien. Damit räuchern wir neue Häuser vor dem Einzug aus. Oder bei einer Geburt, um die bösen Geister zu vertreiben, damit das Baby gesund sein und keine schwere Krankheit bekommen wird. Das ist sehr wichtig für uns. Es heißt, dass dieser Baum der Geist unserer Ahnen ist. Wie traten oder wie treten die Maya noch immer in Kontakt mit den Geistern des Waldes oder ihrer Ahnen? Valentina stellt Lidi in San José Don Gilberto vor, einem Maya, der die Rolle des Vermittlers zwischen beiden Welten innehat und Akin genannt wird. Bei der Ausübung der rituellen Praktiken richtet er sich nach dem Maya-Kalender, der 260 Tage hat. Das ist der Kalender. Und heute ist ein guter Tag? Heute ist ein guter Tag. Das Interessante ist, dass wir es mit einem Wiedererwachen des kalendarischen Wissens zu tun haben, das gute und schlechte Tage kennt und jahrhundertelang verloren war. Wir stoßen auf eine Tradition, die auf ein sehr viel älteres Wissen der Maya zurückgeht. Heilige Ziffern und Zahlen spielen in diesem Wissen und bei diesen Praktiken eine wichtige Rolle. Den drei Herdsteinen stehen die vier Seiten des Feldes und die fünf Punkte, die die Form einer Pyramide bilden, gegenüber. Was stellen diese Linien dar? Die vier Himmelsrichtungen. Und das Zentrum? Ja. Es gibt viele verschiedene Arten von Ritualen rund um den Lebenszyklus. Von der Schwangerschaft der Frauen über die Geburt der Babys, dem Eintritt ins Leben und dem Beginn verschiedener Lebensphasen bis hin zum Tod.
Schließlich gibt es auch noch Rituale, mit denen die Toten angerufen werden. Und dann gibt es eine Reihe von Ritualen, mit denen die Schutzgeister angerufen werden, die mit bestimmten Orten des Waldes verbunden sind und den Bauern in den verschiedenen Phasen helfen. Durch Verbrennen des Baumharzes ruft der Akin die Geister aller Maya-Städte an. Dann wirft er mehrmals hintereinander 13 Samen ins Feuer, sowie 13 Kiefernholzstücke, die den Nawals gewidmet sind, tierischen Schutzgeistern, die jedes menschliche Wesen begleiten. Nacheinander werden alle 20 Nawals, die den 20 Tagen des Maya-Kalenders entsprechen, durch den Akin angerufen. Die Welt des Waldes nährt den Glauben der Maya. Jede Art besitzt einen Schutzgeist und die Gottheiten treten ständig in Erscheinung. Der Ceiba hat große Symbolik und ist der Nationalbaum Guatemalas. Dort ist er weit verbreitet. Seine Blätter, Blüten und Früchte sind essbar. Er ist auch der wichtigste Baum in der Mythologie der Maya. Der Ceiba ist einer der wichtigsten Bäume in der Weltanschauung der Maya, denn er stellt die Weltachse dar. Er trägt die Erde und verbindet gleichzeitig die Unterwelt mit den Himmelsschichten. Manche Darstellungen zeigen sogar die verschiedenen Schichten des Universums. Der Glaube ist bis heute lebendig, denn die Menschen hier sagen, dass die früheren Generationen bei ihrem Tod in eine der Schichten eingegangen sind und sie jetzt tragen. Und die nächste Generation trägt wiederum deren Schicht. Die Himmelsschichten sind also gleichzeitig ihre Vorfahren, die die Welt tragen. Laut der Geschichten unserer Vorfahren leben hier die Geister des Waldes. Ich war 22 Jahre lang Chiclero. Mein Bruder ging immer mit mir in den Wald. Er hatte große Angst vor den Geistern. Also hat er gelernt, Gitarre zu spielen, damit uns die Geister in Ruhe lassen. Mögen Sie Musik? Die Geister? Nein, es ist Gift für sie. Hier wohnen also die Geister? Alle großen Stämme und Bäume, die solche Wurzeln haben, dienen allen möglichen Geistern als Unterschlupf. Den Guten wie den Bösen. Sie können sich zwischen den Wurzelverzweigungen verstecken. Es wird Abend in Nashtun. 45 Tage sind seit Beginn der Ausgrabungen bereits vergangen. Im Camp geht jeder seinen Gewohnheiten nach. Mit Einbruch der Nacht wird es frisch. Grüppchen bilden sich. Es wird diskutiert. Abseits seiner Kollegen hat Dominique seine Reise wieder aufgenommen. Er interessiert sich für das 7. und 8. Jahrhundert in der Kulturgeschichte der Maya. Wie erging es Nashtun in dieser Zeit? Wo lassen sich neue Hinweise finden?
Die Lage im Tiefland der Maya ist in diesen Jahren äußerst instabil. Kleine und große Königreiche führen unerbittliche Kriege gegeneinander. Schnelle Bündnisse werden geschlossen und im nächsten Moment wieder gebrochen. Könige werden gestürzt, neue Mächte treten auf den Plan. Das bis dahin unauffällige Calakmul ist der Sitz des Reiches der Schlange, das seinen Schatten und seine Macht ausweitet. Nashtun, seit Jahrhunderten ein Verbündeter Tikals, beobachtet mit Sorge das Erstarken dieses Stadtstaats, dessen Bevölkerung bis zu 40.000 Einwohner umfasst. Das Reich der Schlange war in der klassischen Zeit der Maya ein bedeutendes Königreich. Es findet an vielen Städten Erwähnung. Es verdrängt andere Königreiche, weitet seinen Einfluss in alle Richtungen aus, erobert und expandiert. Die verschiedenen Könige, die sich als Abkömmlinge der Schlange sehen, expandieren in alle Richtungen. Aus der Sicht von Calakmul ist Tikal ein Feind, den es zu bekämpfen gilt. Um die große Rivalin niederzuringen, kesselt Calakmul sie ein und erstickt sie, indem es nach und nach die Kontrolle über die Städte übernimmt, die Tikal treu geblieben sind. Calakmuls Jahre als Großmacht sind entscheidend für die Geschichte Nashtuns. Denn mehrere Gründe lassen vermuten, dass Nashtun genau in dieser Zeit, und zwar zum einzigen Mal in seiner Geschichte, unter die Herrschaft von Calakmul, dem Königreich der Schlange, fällt. Unterwerfen die Könige von Calakmul Nashtun? Bis dato hat kein archäologischer Fund ermöglicht, das eindeutig zu beweisen. Jedoch existiert ein Indiz eines Bauwerks. In Gestalt einer Prinzessin. Dass es sich um eine Prinzessin handelt, erkennen wir an ihrem langen Kleid, einem Uipil, das bis zu den Knöcheln reicht. Und dieser Uipil ist mit einem Rautenmuster verziert. Es ist denkbar, dass jeder Kreuzungspunkt mit einem Element aus Muscheln versehen war. Dieses Muster ist typisch für Prinzessinnen aus Calakmul. Die Tatsache, dass wir hier ihr Gewand finden, bedeutet also, dass es sich um eine Prinzessin aus Calakmul handelt, die hierher gekommen war, um den hiesigen König zu heiraten. Aber warum wurde die Stele gekappt? Und warum wurde sie unter den Stufen einer Treppe wiedergefunden? Die Archäologen sehen darin keinen Zufall. Die Stele wurde vergraben, damit die Bewohner von Nashtun sie mit Füßen treten konnten. Was bedeutet das? Dass sich Nashtun irgendwann von der privilegierten Beziehung zu Calakmul, die vielleicht etwas belastender war, als wir es uns vorstellen, befreite und zeigen wollte, dass es seine Unabhängigkeit wiedererlangte. In den Jahren 700 bis 730, als sich Nashtun von Calakmul emanzipierte, sollten die Präsenz und die Spuren der Herrschaft von Calakmul über Nashtun auf radikale Weise getilgt werden. Gebrochen und mit Füßen getreten, erinnert die Stele der Prinzessin von Calakmul an den Sieg und die Befreiung Nashtuns. Die neu gewonnene Autonomie zeigt sich in der Errichtung neuer Bauwerke. Mit jedem Tag bringen die topografischen Messungen deren Bedeutung ans Licht. Punkt nicht gefunden. Wie viele tausende Messpunkte hat Nashtun?
Bisher haben wir erst einen ganz kleinen Teil erfasst. Vor 3 oder 4 Jahren haben wir in den Wohnvierteln etwa 10.000 Punkte festgehalten. Und was diese Anlage betrifft, bei denen es wegen der Architektur viel mehr zu tun gibt, haben wir fast 1.300 Punkte. Anhand der Daten können wir die Gesamtheit der Bauten rekonstruieren. Wenn wir zum Beispiel 3 Stufen plus die Gesamthöhe des Unterbaus haben und die Höhe und Tiefe jeder der Stufen kennen, wissen wir, wie viele Stufen es bis zur Spitze waren. Das ist nicht weiter kompliziert, es ist eine simple Rechenoperation. Bei dem Tempel zum Beispiel gehe ich davon aus, dass es bis nach oben 13 Stufen waren. Die 13 ist eine heilige Zahl bei den Maya, denn sie entspricht den 13 Himmelsschichten. Der Aufstieg zum Tempel gleicht also einem Aufstieg in den Himmel. Mitte des 8. Jahrhunderts verändert Nashtun erneut sein Erscheinungsbild. Die Stadt dehnt sich weiter nach Osten aus. Mehrere Wohnviertel entstehen, diesmal sehr dicht besiedelt. Diese bedeutende Entwicklung steht im Gegensatz zu dem, was den meisten Maya-Städten widerfährt. Denn im Tiefland scheinen die Konflikte zwischen den großen Städten kein Ende nehmen zu wollen. Die Maya-Königreiche, die in ständigem Wettstreit liegen, versinken in Gewalt. In Tikal führt ein neuer König seine Stadt zu neuem Wohlstand und Ansehen. Er zieht gegen Calakmul in den Krieg und siegt dieses Mal. Doch wenige Jahre später bricht auch Tikal zusammen. Und die bis dahin blühende Maya-Zivilisation geht unter. Zwischen 760 und 952 nach Christus werden die meisten großen Maya-Städte von ihren Bewohnern verlassen. Nashtun wohnt dem Niedergang ihrer Rivalinnen bei und erlebt zur gleichen Zeit eine letzte Blüte. Was ist ihr Geheimnis? Um das zu ergründen, nehmen die Archäologen eine Reihe prestigeträchtiger Wohngebäude näher in Augenschein. Etwa um 750 befindet sich die Stadt im Umbruch. Das heißt, manche Viertel werden verlassen und die Besiedlung konzentriert sich hier auf 2 große Anlagen aus Höfen, in denen Familien wohnen. Sie sind um den neuen zentralen Platz herum gebaut, der nun das politische Zentrum der Stadt wird. Um das Jahr 750 kommt es also zu einer Art Neugründung der Stadt. Diese Neugründung geht mit den letzten Zeugnissen und den letzten Spuren eines Königtums in der Geschichte Nashtuns einher. Dieses gesamte Areal liegt neben dem öffentlichen Platz und der Pyramide. Das Gebäude, in dem wir sind, ist zur Pyramide hin ausgerichtet. Wenn der Bewohner aus dem Haus tritt, sieht er sich direkt der Pyramide gegenüber. Er ist also eine wichtige Persönlichkeit. Das sehen wir auch an den gefundenen Gegenständen. Es sind wertvolle Sachen darunter. Hier hat also wirklich die Elite gewohnt. In den Grabstätten finden wir zum Beispiel schöne Schalen. Schalen, die bemalt und mehrfarbig sind. Manchmal finden wir auch oberirdisch Gegenstände, die zurückgelassen wurden. Zum Beispiel Pfeifen und dergleichen. Während die Nachbarstädte nach und nach untergehen, erlebt Nashtun eine zweite Blütezeit. Gegen Ende der Besiedlung haben wir es tatsächlich mit einem Widerspruch zu tun. Einerseits ist da dieser plötzliche große Wohlstand, der fast 1,5 Jahrhunderte lang andauert. Andererseits mündet er unweigerlich in den Untergang der Stadt.
Wie lässt sich dieser Widerspruch erklären? Ist das Königtum von Nashtun tatsächlich untergegangen? Und falls ja, was ist an seine Stelle getreten? Dominique Michelet zufolge könnte sich eine Erklärung dafür in Honduras finden, in Copan, der südlichsten Maya-Stätte Zentralamerikas. Copan liegt in einem kleinen Tal. Wie in Tikal, Calakmul und in vielen Nachbarstädten geht es mit der Blütezeit Copans Mitte des 8. Jahrhunderts unter den Angriffen eines benachbarten Königreichs zu Ende. Trotz der Niederlage gelingt es dem neuen König von Copan, seine Stadt für einige Jahrzehnte wieder aufblühen zu lassen. Lange Zeit haben sich die Archäologen gefragt, wie. Bis sie auf ein scheinbar unbedeutendes Gebäude stießen. An der Fassade unterhalb des Giebels ist immer wieder das Motiv einer Flechtmatte zu erkennen. Und auf einer Flechtmatte ließen sich Menschen nieder, die Macht hatten. Als wir dieses Haus freigelegt haben, haben wir es Popolna genannt, das heißt Haus der Matte. Und darin spielt sich zwangsläufig das politische Leben ab. Ein weiteres Indiz: Oberhalb des Flechtmusters wurden 8 Statuen von Würdenträgern angebracht, die mit Glyphen versehen sind. Das lässt uns vermuten, dass die Herrscher in Copan, um ihre Macht wiederherzustellen, damals den schlauen Einfall hatten, allen Oberhäuptern eines Geschlechts, allen wichtigen Adligen des Tals, eine direkte Teilhabe an der Macht anzubieten. Das heißt, die königliche Macht wurde wiederhergestellt, aber mit den Adligen geteilt. Und das interessiert uns besonders im Hinblick auf Nashtun. Denn dort ergriffen einige adlige Familien die Macht, nachdem das Königtum untergegangen war. Hier teilten sie also die Macht, während sie dort durch eine andere ersetzt wurde. Aber in beiden Fällen wurde die königliche Herrschaft durch etwas anderes abgelöst. Wie ihre weit entfernte Nachbarstadt Copan lebt auch Nashtun im ausgehenden 9. Jahrhundert im Wohlstand. Die adligen Familien wohnen etwas abseits des alten Stadtkerns, in diesen neuen Anlagen mit Innenhöfen, die über enge Durchgänge zu erreichen sind. Jede Anlage ist um einen rechteckigen Hof gebaut und umfasst Wohnräume, Lagerräume und Werkstätten. Zwar scheint das Zeitalter der Monumentalbauten vorbei zu sein, aber die Funde zeugen untrüglich von der Vitalität der Stadt. Guatemala Stadt. Die Archäologen haben die Ausgrabungsstätte verlassen und machen sich an die Auswertung ihrer Funde, die Aufschluss über das Leben der Bewohner von Nashtun geben. Einige der Keramiken werden restauriert und erhalten erstmals nach Jahrhunderten ihr ursprüngliches Aussehen zurück. Mylène Bourdelis, die Archäozoologin der Ausgrabung, hat eine schöne Überraschung erlebt. Unter ihre Proben hat sich unbemerkt das mythische Tier der Maya gemischt. Bislang hatte ich im Wesentlichen Tiere, die gegessen wurden, wie zum Beispiel Hirsche und Pekaris. Einen Sack hatte ich beiseite gestellt, weil es sich dabei um ein Grab handelte. Als ich angefangen habe, ihn zu untersuchen, bin ich auf einen Fußknochen gestoßen und mir wurde klar, dass es ein Raubtier war, ein Jungtier. Schließlich wusste ich, dass es sich um eine große Raubkatze handelt und dass fast noch alle Körperteile vorhanden waren. Das ist wirklich toll.
Die Frage ist, war es ein Opfertier? Und auf welchen Knochen lassen sich Spuren davon finden? Wenn das Tier geopfert wurde, werden Schnittspuren zu sehen sein. Vermutlich auf Höhe der Kehle, wie so oft. Hier ist tatsächlich eine Schnittspur erkennbar. Das hier? Ein harter Schnitt. Der Jaguar ist ein symbolträchtiges Tier der Maya. Er steht für Kraft und Mut und wird häufig mit Kriegern, aber auch mit Priestern und Königen in Verbindung gebracht. Der Jaguar wird häufig mit Elite assoziiert. Außerdem kann er das Krafttier einer bestimmten Person sein, zum Beispiel eines Prinzen. Es ist also vorstellbar, dass nach dem Tod des Prinzen das ihm zugeordnete Tier geopfert wurde. Ein weiterer Punkt, der diese These stützt, ist, dass der Jaguar und große Raubtiere im Allgemeinen den Verstorbenen ins Jenseits begleiten. Umso mehr, als der Jaguar in den Augen der Maya und allgemein in Mesoamerika nicht nur ein Tier der Nacht, sondern auch der Unterwelt ist. Bei der Expedition werden fast 30 Grabstätten ausgegraben. Jedes Skelett wird einer Untersuchung unterzogen, die an eine gerichtsmedizinische erinnert. Sie soll den Archäologen Aufschluss über die Lebensbedingungen der Bewohner Nashtuns geben. Isaac Barrientos, der Anthropologe des Forschungsprojekts, macht heute die Bekanntschaft einer 25-jährigen Frau. Grundsätzlich will ich herausfinden, wie die Menschen früher gelebt haben, wie sie sich an verschiedene Ökosysteme angepasst haben. Welche Indikatoren auf eine Beeinträchtigung der Gesundheit schließen lassen und welche Unterschiede die Skelette in Bezug auf ihren sozialen Status aufweisen. An den Zähnen lässt sich unter anderem ablesen, ob es zu Wachstumsstörungen kam. An der Gewebestruktur des Zahnschmelzes sind die Beeinträchtigungen zu erkennen. Denn werden das Wachstum und die Bildung des Zahnschmelzes unterbrochen, entsteht eine Linie. Hier sehen wir mindestens zwei Linien, die darauf hinweisen, dass es im Leben dieses Individuums zwei größere Ereignisse gab, die das Wachstum hemmten. Unter welchen Umständen kam diese junge Frau zu Tode? Litt sie an Unterernährung? Führten härtere Lebensbedingungen zu ihrem Tod? An allen Maya-Städten bringt die Untersuchung an Dutzenden von Skeletten Spuren von Mangel oder Stress ab Ende des 8. Jahrhunderts ans Licht. Genau zu dem Zeitpunkt, als die meisten großen Städte einen Einwohnerschwund zu verzeichnen haben. Wie lässt sich dieser rätselhafte Zusammenbruch erklären? Seit vielen Jahren beschäftigen sich die Archäologen mit dieser Frage und haben verschiedene Hypothesen aufgestellt. Die ständigen Kriege zwischen den Städten hätten die Maya-Reiche geschwächt. Naturkatastrophen wie Orkane hätten die Bewohner vertrieben und Epidemien die Bevölkerung dezimiert. In El Mirador stellt Richard Hansen eine andere Hypothese auf, um den Untergang seiner Stadt zu erklären. Um ihren Untergang zu verstehen, müssen wir zunächst verstehen, wieso sie zu einer Supermacht wurde. Es kommt nur dann zum Untergang, wenn die Gegebenheiten zerstört werden, die einen überhaupt erst groß gemacht haben. In diesem Fall haben wir zum Beispiel festgestellt, dass es Umweltprobleme gab. Wir wissen, dass es zu einer Dürre kam. Aber was noch wichtiger ist, wir haben Belege gefunden, dass die Menschen ihre natürlichen Ressourcen ausbeuteten. Zum Beispiel wurden allein für die letzte Schicht der El Tigre-Pyramide 600 Hektar Wald bis zum letzten Baum abgeholzt. Nur um die letzte Schicht des Bauwerks fertigzustellen.
Es ist nicht so, dass sie das nicht gerne rückgängig gemacht hätten, aber sie konnten nicht. Sie konnten ihre Felder nicht mehr fruchtbar machen. Ihre Lebensgrundlage war zerstört. Das, was sie wirtschaftlich stark gemacht hatte, war weg. Es ist die gleiche Mentalität wie heute. Richard Hansen ist der Auffassung, dass die massive Ausbeutung des Waldes zum Untergang von El Mirador geführt hat. Lydie Dussol will diese Hypothese in Nashtun verfolgen und sammelt zu diesem Zweck Proben von Bäumen, die die Maya hauptsächlich nutzten. Das ist der berühmte Breiapfelbaum. Lydie will herausfinden, welche Menge an Holzkohle jede der Baumarten bildet. Anschließend vergleicht sie die Ergebnisse mit der Menge an Holzkohle, die in den Gräbern oder Häusern gefunden wurde. Sie will wissen, ob manche Baumarten im Laufe der Zeit verschwunden sind. Besonders der Breiapfelbaum, Chico Sapote genannt, liefert ihr einen überzeugenden Teil der Antwort. Bis zum Ende der Besiedlung ist dieser Baum häufig zu finden. Da er typisch ist für Wälder mit hochgewachsenen alten Bäumen, bedeutet das, dass es noch bis zum Ende der Besiedlung unweit von hier Waldgebiete mit sehr alten Bäumen gab. Darin sehe ich deutlich einen Indiz, dass die Hypothese der massiven Zerstörung des Waldes zwischen 800 und 1000 nach Christus in Frage stellt. Kriege zwischen Städten, Epidemien, Naturkatastrophen oder Ausbeutung der Böden und des Waldes. Zwar verwerfen die Wissenschaftler in Nashtun inzwischen die Hypothese einer massiven Abholzung, aber sie interessieren sich eingehend für die Auswirkungen klimatischer Veränderungen. Und das Sumpfgebiet als indirekter Zeuge des Lebens der Städte könnte durchaus die Antwort liefern, auf die sie seit Beginn der Ausgrabungen warten. Cyril Castanet ist Geograf und interessiert sich für eine besondere Art von Relikten, die mit den Jadeschätzen oder den mehrfarbigen Keramiken nicht viel gemein haben. Solche Proben werden in der archäologischen Maya-Forschung selten genommen. Dabei lassen die Sedimente, die sich im Laufe der Jahrhunderte am Grunde des Wassers ablagerten, auf große Veränderungen schließen. Wir haben hier zwei verschiedene Schichten, eine dunkle und eine helle. Die dunkle Schicht setzt sich vor allem aus Lehm und Ablagerungen organischer Reste zusammen, Überreste von Zweigen, Moos und so weiter. Die helle Schicht, wobei der Übergang zwischen beiden sehr deutlich ist, besteht hauptsächlich aus grauer Tonerde. Bei näherem Hinsehen sind viele Schalenreste von Weichtieren, kleinen Schnecken zu entdecken. Die Gehäuse sind intakt und noch sehr gut erhalten. Sie sind 1 bis 2 Millimeter groß. Wir haben hier also ein Zeugnis von den Umweltbedingungen in der Vergangenheit und auch von den eingetretenen Veränderungen. Anhand der Bodenprobe gehen die Forscher Zentimeter für Zentimeter in die Vergangenheit zurück. Cyril, geben Sie eine Vorstellung von den landschaftlichen und klimatischen Veränderungen in Nashtun. Meiner Meinung nach wird deutlich, dass es hier einen See gab, der ganzjährig Wasser führte und dann eine Entwicklung einsetzte, die zu einer kontinentalen, sumpfigen, erdigen Umgebung führte, so wie sie jetzt ist. Festzustellen ist, dass das Austrocknen des Sees und der Niedergang der Maya-Kulturen in der Umgebung von Nashtun ungefähr zur gleichen Zeit erfolgten. Hat das Verschwinden des Sees zu Nashtuns Untergang geführt? War eine Klimaveränderung die Ursache? Die Wissenschaftler vor Ort gehen jedem Hinweis nach. Wo sind die Weichtiere? Hier, kleine Weichtiere von 3 Millimetern. Sie sind winzig, das heißt, das lag unter Wasser. Und der Übergang ist um 900 bis 1000, also zum Zeitpunkt der Aufgabe der Städte. Genau. Häufig kommt es bei großen zyklischen Klimaveränderungen zu einem Wandel der Zivilisation.
Aber viele Leute haben lange Zeit nicht bedacht, dass auch kurze Krisen tödliche Konsequenzen haben können. Den Klimaforschern zufolge trat ab dem Jahr 800 eine Phase der zunehmenden Dürre auf der Welt ein. Aber viel interessanter ist vielleicht, dass es innerhalb dieser Phase äußerst harte Jahre gab, etwa um 810, 860 und 910 herum. Wenn die Menschen 3 Jahre lang nichts ernten, was machen sie dann? Jedenfalls nicht als Arbeitskraft in Cancun anheuern, denn das gab es zu der Zeit noch gar nicht. Entweder verhungern sie oder sie verlassen den Ort. Um das Jahr 1000 vollziehen die Bewohner von Nashtun, von mehreren Krisenjahren gebeutelt, jene Rituale, die ihren Auszug aus der Stadt begleiten. An vielen Stellen der Städte haben die Archäologen Spuren von Handlungen gefunden, die die Orte der Macht und des Lebens entweihten. Am Fuß eines Gebäudes, das unfertig blieb, wartet ein letzter Schatz auf sie. Ein kleiner Tonkrug, gefüllt mit 400 Perlen einer seltenen Muschelart, der Stachelauster, die in der Regel Königsgräbern beigegeben wird. Für die Maya ein wahres Vermögen. Deshalb bleibt es unerklärlich, warum sie es hier einfach so am Boden zurückließen. Vielleicht haben sie es für die Herrscher des Universums zurückgelassen, für die Herren der Krise, an der sie zugrunde gingen. Gleichzeitig ist es eine Art Flaschenpost. Und das ist sehr schön. Die Herrscher des Universums haben die Bitte der Maya weder erhört, noch die Flaschenpost an sich genommen. Nach und nach haben die Bewohner Nashtuns die ehemalige Königsstadt verlassen. Genauso wenig wie ihre großen Nachbarstädte konnte auch Nashtun seinem traurigen Schicksal nicht entrinnen. Mehr als 1000 Jahre nach dem Untergang ihrer schönsten Städte ist die Kultur der Maya dennoch nicht verschwunden. Sie leben hauptsächlich in Mexiko, Guatemala und Belize. 8 Millionen Maya versuchen heute, ihre Lebensweise, ihre Kultur und vor allem ihre Sprache zu bewahren. Die Familie der Maya-Sprachen umfasst heute etwa 30 Sprachen, die alle auf eine Ursprache zurückgehen. Einige sind tatsächlich vom Aussterben bedroht und werden nur noch von einer Handvoll Menschen gesprochen. So wie das Maya-Iza, das die Schulen in San José neu zu beleben versuchen. Die Iza-Sprache, die jahrhundertelang weitergegeben wurde, ist heute vom Aussterben bedroht. Ein wesentlicher Aspekt ist die mündliche Tradition. Dabei geht es nicht nur um Themen, um Geschichten, um den Inhalt der Geschichten, sondern darum, wie etwas erzählt wird. Und wenn sich diese Art und Weise verliert, geht letztlich oft auch die Botschaft verloren, ebenso wie der Teil des Wissens, der durch Gespräche, Geschichten und Mythen vermittelt wird, die stark an eine Sprache gebunden sind. Heute werden SMS in Maya verschickt und es gibt immer mehr Websites in der Sprache der Maya. Aber diese neue Dynamik verhüllt eine viel beunruhigendere Realität, die ebenfalls die Identität der Maya bedroht. Der tropische Regenwald ist zu einem Objekt der Begierde geworden. Mit jedem Jahr entfernt sich der Wald ein Stück weiter von der Gemeinde. Das liegt zum Teil an der Abholzung, die in den letzten Jahren hinzugekommen ist. Früher gab es sehr große und dicke Bäume. Heute ist ihr Durchmesser klein. Das hat sich ziemlich stark auf den Wald und auch auf die Tiere ausgewirkt.
Früher wurden mehr Tiere gesehen, jetzt ist es schwierig geworden. Der Wald verliert an Dichte und das hat immer größere Auswirkungen. Das entzieht sich unserer Kontrolle. Letztlich schadet das immer der Bevölkerung und der Gemeinde. Nicht nur in San José, sondern auch darüber hinaus. Das ist sehr beunruhigend. 1991 hatten wir das Ziel, die Maya-Itza-Sprache in der Schule zu erhalten. Aber seit der Unterricht an den Schulen eingeführt wurde, ist uns klar geworden, dass wir auch die Kultur bewahren müssen, nicht nur die Sprache. Und unsere Kultur liegt eher im Wald als in der Stadt. Paris, 8 Monate später. Die Teilnehmer der Ausgrabung sind in ihre Labore zurückgekehrt. Dort erwartet sie eine erste Überraschung. Die Lehmanalysen ergeben, dass der Zeitpunkt, wann der See verschwunden ist, zu weit zurückliegt, um erklären zu können, warum die Bevölkerung Nashtun verließ. Die Gründe für die Aufgabe der Stadt liegen also weiter im Dunkeln. Dafür nimmt das Erscheinungsbild der Stadt immer deutlicher Gestalt an. Anhand der Messdaten der jüngsten Ausgrabungen haben Philippe und Dominique die Farbe der Tempel sowie den Standort der Gärten und Wälder bestimmen können. Bleiben wir bei diesem Ockerton? Noch nie hat es eine derart vollständige Darstellung einer Maya-Stadt gegeben. Nashtun, die verborgene Stadt, gehört nun zu den bedeutenden Maya-Städten. Indem sie uns Aufstieg und Niedergang einer Zivilisation durch sich verschlechternde Umweltbedingungen vor Augen führt, sendet sie uns ihre letzte Botschaft.